Hallo und willkommen auf dem Kanal Gaming Proofs. Und in diesem Video schauen wir uns weiter die Story von Mortal Kombat 1 an, und zwar Kapitel 12. Du darfst gehen, General. Das Amulett, Majestät. Ja, die leben alle. Also wie gesagt, momentan ist noch gar keiner gestorben hier. Wir müssen eilen, um das Erdenreich zu retten. Ist das ein Befehl meines Schöpfers? Nein, Majestät. Es ist der Wunsch eines Freundes. Ja, das hat er schön gesagt. Okay, wir spielen mit Merlina. Wir sind bereit. Und die Seelen. Sehr schön. Über. Lass sie laufen. Die gesammelten Seelen sind sicher noch von Nutzen. Ja, Quan Chi sieht richtig krass aus. Der kommt am 14. Dezember, glaube ich, raus, als DLC-Charakter. Darauf freue ich mich auch. Oh. Ja. Oh, die Ninja-Action. Werden Sie sich bei Befehl zurückziehen? Nein. Das sind die treuesten Offiziere des Generals. Sie müssen neutralisiert werden, um die Seelenräuber abzuschalten. So ist es. Teilen wir uns auf. Okay, hör mal. Oh, das ist cool. Meine Klingen zu spüren. Wir sind viele. Du bist eine. Eure Seelen gehören bald zu unserer Sammlung. Fight. Auf geht's. Mal gucken, Tricks. Okay. Autsch. Boah. Ihr werdet meine Seele nicht bekommen. Yo. Hm.
Oh Mann, der gewinnt ja noch. Knapp, knapp, knapp. Okay. Meine bestimmt nicht, Ermac. Fantastisch, Melina. In einem anderen Leben wärst du sicher um Gadi. Ich ziehe dieses vor, liebste Tanya. Ja, okay. Ja. Wir müssen weg. Schnell. Melina, warte. Vater. Was? Okay. Okay. Vater, bist du es wirklich? Ja, Melina. Dieser Körper besteht aus den Seelen des lebenden Waldes. Meine war auch da. Mhm. Dein Angriff hat den Zauber gebrochen, der uns hält. Jetzt habe ich die Kontrolle. Ja, Mann, das ist ja wie so eine Disney-Geschichte. Du bist Umgadi, aber nicht Limay. Ich ersetzte sie nach eurem Tod, Majestät. Sie verließ den Orden, statt ihre Strafe anzunehmen. Strafe? Es war nicht ihr Fehler. Lass uns später darüber reden, Vater. Wir müssen los. Ja, übrigens, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um keine Videos zu verpassen. Okay, sie weiß sofort, dass es ihr Vater ist. Vermisst habe. Sei gegrüßt, Jared. Liu Kang, mein Freund. Schön, dich zu sehen. Gut, dass du zurück bist. Unsere derzeitige Situation ist wieder einmal ernst. Und wieder werden wir sie überstehen. Meine liebste Sindel, ich stehe dir zu Diensten. Wieso merken Sie nicht, dass die Seelenräuber abgeschaltet sind? Wir befinden uns tief im Berg. Hier drin merken Sie das nicht. Kein Wi-Fi. Seht nur, wie sie intrigieren. Wir lassen nicht zu, dass sich die Geschichte wiederholt. Wir brauchen die Krone. Ohne sie wird es keine neuen Krieger geben. Unsere Chancen sind besser, wenn wir sie umstellen. Ich lenke sie ab und ihr bringt euch in Position. Überlasst das mir. Sheng Su. Prinzessin Melina. Es gibt Neues aus der Außenwelt. Sindel wurde abgesetzt. General Shao herrscht jetzt. Und dennoch bist du frei. Der General brauchte Hilfe aus dem Inneren. Er bekam sie von mir. Die Thronerbin gibt den Thron leichtfertig auf. Tja, ich wollte diese Bürde nie. Das Reich bleibt besser in General... Imperator. Schau's hin. Das zeugt von großer Reife. Die Außenwelt profitiert von deiner Weisheit. Ja, Sheng Su, so ist es. Aber nicht ganz so, wie du es erwartest. Ja, Mann, was? Ihr wollt mir sagen, dass so eine Statue Liu Kang fertig macht?
ein gewagtes Spiel, Prinzessin. Eine durchaus beeindruckende Leistung. Wer hätte das von ihr gedacht? Ihr zählt zu jenen, die an mir zweifeln. Dann zähle ich euch zu den Toten. Fight! Oh. Oh Mann, die Rolle nach unten, nach hinten kreis, okay. Ja, geht doch, mit der Rolle geht das einfacher, wenn man... Na? Okay. Ja, so wie im Multiplayer. Die Außenwelt im Stich zu lassen. Einfach mal nach hinten Kreis und nach vorne Kreis und dann läuft das einfach mit Melina. Dank der Prinzessin ist dieser Kampf beendet. Der Kampf vielleicht, der Krieg nicht. Wohl wahr. Bis deine Gönnerin gefasst ist, bleiben die Reiche in Gefahr. Wer ist sie, Zauberer? Wenn man vom Teufel spricht. Liu Kang, das ist Damashii. Damashii? Du musst dich geirrt haben, okay. Zauberer. Du bist nicht Damashii. Du bist ich. Genauer gesagt, bist du ich. Okay, ich verstehe, was sie gemacht haben. Das ist cool. Wenn ihr Mortal Kombat 11 Aftermath gespielt habt, da gab es nämlich zwei Enden. Ich hielt ihn für tot. So wie ich dich, Liu Kang. Unser Kampf setzte gewaltige Energien frei, durch welche die Zeit zerriss. So brachte der Kampf zwei Ergebnisse. Einmal war ich der Sieger. Einmal du. Es dauerte Äonen, bis mir das klar war. Dann wusste ich, wohin mein Weg mich führen wird. In dieser Gestalt infiltrierte ich deine Zeit. Ich nahm diesen Abschaum und verlieh ihnen große Macht. Gemeinsam säten sie Zwietracht unter den Reichen und versammelten für mich meine Drachenarmee. Ich ließ sie Drachenarmee. Glauben, sie würden bei der Eroberung von Erdenreich und Außenwelt helfen. Aber ich werde alles Leben in dieser Zeitlinie auslöschen und sie mit meiner verschmelzen. Ist jetzt doppelt so schlimm wie Thanos. Nun lässt du uns abschlachten. Ihr Bauern nicht mehr. Ihr wart sehr hilfreich. Und jetzt werdet ihr geopfert. Wir haben dir gedient. Die Drachenkrone geschaffen. Das hier ist ein Spielzeug. Um die Drachenarmee zu kontrollieren, brauche ich nur die Seelen darin. Leb wohl, Liu Kang. Dich und deine Zeitlinie wird niemand vermissen.
Wir haben wohl dieselben Interessen. Ja, okay. Ich traue euch beiden kein bisschen. Ich töte euch beim ersten Anzeichen von Verrat. Das ist auch interessant. Oh, der böse Raiden. Aus Mortal Kombat 11. Dieser Übergang bei dem Mund, das ist ziemlich gut gemacht. Dafür lasse ich dich leiden. Weiterer Widerstand hat keinen Zweck. Diese Zeit liegt. Ich frage mich, ob man diesen Kostüm auch freispielen kann für Raiden. Ja, so im Multiplayer. Oh. Also die Tricks sind dieselben, was Raiden auch hat. Ganz ruhig. Boom, boom. Boom. Okay. Na gut. Der neue Shang Tsung hätte mehr Schergen schicken sollen. Okay. Die Böse sind da. Ich werde Raidens Werk beenden. Oh. So, hast du einfach alle fertig gemacht. Oh mein Gott. Oh Mann. Deine Beharrlichkeit ist bewundernswert. Solange wir noch atmen und noch Blut durch unsere Adern fließt, sind wir nicht geschlagen. Eine noble Einstellung, die jedoch wenig nützen wird. Keiner von euch kommt hier lebend raus. Oh, Schwertkampf-Action. Oh, was? Was? Oh, oh. Was? Oh, wie traurig, wenn ein Kind seine Mutter verliert. Was? Sindel ist die erste, die stirbt? Was? Oh Mann. Fight. Hm. Das. Ja. Nach vorne drei Kreis. Es endet, wenn ich dir das Herz mit den Händen rausreiße. Boah, das war brutal. Okay. Hat sie geblockt.
Hä? Verdammt. 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 Oh, die will unbedingt einen Vettelblau machen. Ja, sage ich doch, die will unbedingt einen Vettelblau machen. Typisch Computer, aber ja. Haben wir. Sehr schön. Das ist aber traurig. Vater und Kitana werden mir helfen. Ja, sicher. Okay, hat er jetzt seine Seele absorbiert? Also ihre Seele absorbiert. Okay. Vater, was hast du getan? Ich habe ihre Seele gesammelt. Ich trage deine Mutter in mir. Sie ist sicher. Was wäre richtig krass, der ist ja auch ein DLC-Charakter, dass er dann die Tricks von Sindel macht. Also den Schrei oder irgendwas, das wäre ziemlich cool, finde ich. Ja, ich würde auch sagen, wir machen hier Schluss. Nochmal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video.